Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog, aber heute nicht mehr mit der Legria oder mit dem Handy, nein, sondern mit meiner neuen Kamera. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und meine G7 Mix ist auch angekommen und mit der wird es jetzt in Zukunft hier Vlogs geben. Ihr seht schon, ich hoffe zumindest, ihr seht es, die Qualität ist nochmal ein Stückchen besser als bei der Legria, finde ich jetzt zumindest. Es ist eine Digitalkamera, Link ist in der Videobeschreibung für alle, die interessiert, welche Kamera es jetzt ist. Ich habe ja ein Ankündigungsvideo quasi gemacht. Es ist schon ein bisschen ungewohnt. Der Bildschirm ist da oben, aber ich gucke jetzt quasi mehr oder weniger auf euch trotzdem. Ich muss mich noch komplett an diese Kamera gewöhnen, sie zu halten und so weiter und so fort. Aber sie ist ziemlich geil. Ich werde euch heute einen Tag lang mitnehmen. Es gibt einiges Cooles Neues, was ich euch so zeigen und berichten kann. Die Matte muss ab, das werdet ihr auch noch mitbekommen. Ich bin heute Abend beim Fußballtraining. Das erste Mal seit 10 Wochen. Ich werde einiges tun und jetzt gerade zeige ich euch erstmal, was ich bisher heute gemacht habe. So Freunde, das habe ich bisher heute gemacht. Ist, denke ich mal, relativ klar ersichtlich, was es ist. Das 7 Minute Squad habt ihr ja gestern gesehen. Das bin ich jetzt hier gerade am Schneiden und hier steht vorne noch mein Mikrofon. Ihr seht, das ist alles hier noch relativ unordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Liegt halt daran, dass ich gestern erst wiedergekommen bin. Der Koffer ist allerdings schon zu großen Teilen leer. Den muss ich nur noch, ich sag mal, komplett entrümpeln. Aber hier wird sich einiges verändern. Ich habe übrigens einen neuen Kaktus. Das ist Morpheus. Na komm, fokussier. Das ist Morpheus. Wie er heißt, weiß ich noch nicht so ganz genau. So, Freunde, hier ist nochmal was, was ich mir ebenfalls geholt habe jetzt. Kopfhörer, weil brauche ich einfach. Und hier drüben sieht auch noch was ganz Wichtiges, ja. Warum bist du wieder da? Es lädt dann auch noch aus. Und ein cooles Buch. Kann ich nur empfehlen, übrigens, diese Bücher. Ja, ab geht's zum Friseur. Hallo. So, das sieht doch schon mal wieder ganz anders aus. Ist jetzt noch nicht gestylt und wir sind hier auch in sehr schlechtem Licht, weil wir sind hier noch in einer Tiefgarage. Aber ich sehe wieder aus wie ein Mensch und das ist doch schon mal ein Vorsprung. Übrigens, mal ein kleiner Sneak Preview, weil heute wird in diesem Video noch was entlüftet. Passt auf. Was war das? Ihr seht später. Jetzt geht's einfach zum Gym übrigens. Weil das muss auch in Deutschland fortgesetzt werden, sonst waren diese 6 Wochen irgendwie verschwendet. So. Video hochladen. Jetzt seht ihr quasi mal live, wie das aussieht, wenn Max hier seine Dateien rauskramt, beziehungsweise auswählt zum Hochladen. Ja, so sieht das hier alles aus. So. So. Zack. Minutes kurz. 25. Und da haben wir die Datei. Und die laden wir jetzt hoch. Ja. Und ansonsten gibt es gerade nicht viel zu erzählen. Ihr seht, Haare sind gemacht. To-Do-Liste ist um einige Schritte erweitert, aber hier sieht es nur aus wie, naja. Und ich muss noch ein bisschen was tun. Unter anderem euch ein bisschen was vorstellen, aber das kommt jetzt 12, so gegen 3. Ob davor hier noch irgendwie ein Take, in Anführungsstrichen, kommt mit der Kamera, beziehungsweise irgendein kurzer Schnitt-Cut, weiß ich nicht. Kann sein. Hey, du Ameise, weg von meinem Kaktus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe mir ein Stativ gekauft für die Legria und das passt passenderweise auch zur Canon G7 Mix, was mich nicht sonderlich überrascht. Also das könnte man theoretisch auch so benutzen dann. Finde ich gut. Ist vor allem auch gut für euch, weil ich ja geplant habe, Fußballvideos zu machen in Zukunft. Ja, also hier, ne, kicken. Und mit Stativ ist das natürlich eine gute Voraussetzung, sage ich mal. Ich finde es allgemein, die Kamera hat eine gute Qualität, oder wie gefällt euch das? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich freuen. Und weil wir jetzt gerade mal dabei sind und sowieso gerade einen Take machen, hau ich jetzt mal was raus. Ich habe es gestern auf Twitter, nicht auf Twitter, auf Instagram gepostet, ich habe es schon angekündigt und es ist da. Mein Merch ist ab heute im Shop und zwar, wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr schon mein Merch bekommen. Link ist in der Videobeschreibung zu 3D Supply. Es gibt 4 verschiedene Designs, die könnt ihr euch auf jegliche Textilfarben drucken lassen. Schwarz, weiß, grün, wie auch immer ihr Bock habt. Und ich präsentiere euch die mal und zeige euch mal, wie die aussehen. Und angefangen natürlich mit diesem hier. Ist schlicht, ist cool, finde ich. MGT hier oben und dann unten FIFA Football Fun. Das ist das Kanalmotto, das jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, fragwürdigerweise, integriert, beziehungsweise, ich sag mal, verbreitet werden wird. Ja. Und ich hoffe, euch gefällt das. Das ist das erste schlichtere Design. Und die anderen Designs zeige ich euch später noch. Aber die könnt ihr natürlich auch im Shop angucken und könnt sie dann auch gleich kaufen, wenn ihr Bock habt. Und jetzt ist dann plötzlich doch schon 5 und ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr, weil ich los muss. Aber ich zeige euch natürlich trotzdem ganz kurz noch die Designs, die hier noch übrig sind. Wie gesagt, das hier haben wir ja gerade schon gehabt. Und da muss ich jetzt mal eben die Kamera umbauen. Eine Sekunde. Hier haben wir einmal, das ist ein Hoodie, nebenbei bemerkt. Ja, sieht man hier ganz schön. Haben eine Kapuze. Herrlich.
Den Spruch habt ihr mittlerweile schon oft von mir gehört und der wird sich auch weiter etablieren. Das sieht, finde ich, ganz cool aus, ist auch relativ schlicht. Kann man halt, wie gesagt, auch auf alles Mögliche drauf machen. Hier auf dieser Farbe finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ist ganz cool. Dann gehen wir hier weiter und haben hier FIFA Football Fun. Das Motto, was ich gerade gesagt habe, das finde ich, sieht auch ganz schnieke aus eigentlich. In meinen Kanalfarben, wie ich sie mir ausgesucht habe. Schwarz, Weiß und Rot. Und das letzte Design, da haben wir dann das Logo, ihr kennt es. Es wurde ja mittlerweile ein bisschen aktualisiert und auch dann nochmal FIFA Football Fun. Das Ganze hier wieder auf einem schwarzen Shirt. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn euch das auch gefällt, dann könnt ihr natürlich gerne im Shop vorbeischauen und euch eins dieser Shirts bzw. Pullover oder ich weiß nicht was alles holen. Würde ich mich auf jeden Fall tierisch drüber freuen. Wenn ihr übrigens Vorschläge habt in den nächsten Monaten mal, was ihr gerne für Design sehen möchtet und so weiter und so fort, worüber ihr euch freuen würdet, auch natürlich nach dem Livestream zu urteilen, der ja bald wieder losgehen wird, das habe ich ja nicht nur so gesagt, ich muss nur mal alles einrichten und wie gesagt mein Zimmer umstellen, aber dann geht's los. Dann könnt ihr mir gerne mal Vorschläge senden bei Facebook, bei Insta, bei sonst was. Müssen jetzt keine ausgefertigten Designs sein oder sowas. Einfach nur ein paar Ideen. Das können auch ein paar Stichworte sein. Freue ich mich drüber, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr euch gerne Merch von mir wünscht, dann kann man da vielleicht ja irgendwas drehen. Gut, ich will jetzt gar nicht länger drumherum labern, denn ich muss jetzt los. Meine Cousine hatte nämlich Geburtstag. Da geht es für mich hin. Und danach zum Training. Davor sehen wir uns nochmal kurz wieder. Und ja, ich würde sagen, bis später. So, Freunde, auf geht's zum Training. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Seit, ich glaube, 10 Wochen. Erstmal wieder Fußballtraining. Hab ich Bock. Absolut genial. Nachher gibt es noch einen ganz kurzen Take oder morgen früh. Und ansonsten, ja, war das heute ein sehr, sehr ereignisreicher Tag für euch. Ihr habt nicht viel gesagt. Nächster Morgen, Freunde. Ich schneide das Gerät gerade und das war schon uninformativ. Aber ich habe jetzt erstmal die Kamera benutzt und von daher, ja, ich denke mal, das könnt ihr mir dann mal verzeihen. Das nächste Mal wird dann informativer, glaubt mir, denn da geht es um die Fußball-Vlogs. Dieses Mal ging es hauptsächlich ums Merch. Kann man, glaube ich, so ganz gut verkaufen. Ja, okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.